Meine Damen und Herren, Sie haben schon etliche Musikwettbewerbe gewonnen. Bitte begrüßen Sie Letizia Noemi und Philipp Amadeus Hahn. Herzlich willkommen. Letizia und Philipp, das hat dir beim letzten Mal schon Spaß gemacht, ne? Mit dem Tisch fahren, oder? Ja. Ah, das ist super, ne? Mimi! Das ist, ja, ich würde sagen, da, so ungefähr muss ich die Tätigkeit eines Lokführers vorstellen. So und so. Das sind die beiden Bewegungen, die man braucht. Dafür wird jetzt gestreikt, nur dass Sie das wissen. So, wir haben auch noch den Speed-Knopf, dann geht's schneller. So. Als ihr das letzte Mal hier wart, da wart ihr ja schon super gut. Da konntet ihr ja schon total super Klavier spielen. Danke. Besser als ich. So. Und was ist heute? Könnt ihr noch besser spielen als vorher? Also man verbessert sich auch mit der Zeit und ich glaube schon. Ja? Also technisch war das ja beim letzten Mal schon perfekt. Ne? Philipp, wie sieht's aus bei dir? Hast du viel geübt in der Zwischenzeit? Nein? Nein? So. Geht so? Das hört sich also, aber so. Also nicht so. Nicht so? Ja. Ja. Heute zumindest. Ah, heute zumindest. Ja, ja. Gut. Ja. Aber das hört sich sehr gut an, was wir gleich von dir hören werden. Ich habe ja schon mal ein bisschen was gehört in der Probe. Du hast einen ganz besonderen Moment gehabt. Du hast mit Lang Lang Klavier spielen dürfen. Der war auch mal hier. Ja. Wie ist das zustande gekommen? Also ich habe schon dreimal mit Lang Lang gespielt und das erste Mal, da habe ich einen Wettbewerb bei der Bild-Zeitung gewonnen. Mhm. Da hatte ich eine Unterrichtsstunde bei ihm. Und das zweite Mal, das war so ein Camp und da hatten wir Unterricht auch bei Lang Lang. Da habe ich auch mit ihm gespielt. Und das dritte Mal war in China und dann, da habe ich meine eigene Komposition vorgespielt. Du warst in China? Nee, echt? Ja. Ich war noch nie in China. Also ich habe ihm meine eigene Komposition vorgespielt und wir haben noch Brahms' Ungarischen Tanz Nummer 5 zusammengespielt. Ja, das schauen wir uns mal an. Ich glaube, wir haben da einen kleinen Ausschnitt von. Mit Lang Lang. Also du komponierst selber schon Stücke, ja? Ich bin gerade dabei, ein Klavierkonzert zu komponieren. Ah, okay. Ja. Komponierst du auch schon Stücke oder erstmal nicht? Nee, noch nicht. Aber willst du später mal machen? Wir gehen mal rüber, ja? Ja. Kommt mit. Da haben wir zwei Tasteninstrumente stehen. Das eine ist ein Klavier. Cembalo. Und das ist ein Cembalo, ja natürlich, das ist ein kleineres Klavier sozusagen. Aber es ist kein Klavier, weil beim Klavier werden die Tasten hämmern sozusagen gegen die Saite. Genau. Und hier werden die Saiten sozusagen gezupft. Ja. Ne? Genau. Und darauf spielst du am liebsten? Ja. Ja? Kannst du mir was vorspielen? Ja. Ja. Okay. Dann setz dich schon mal hin, wir machen ein kleines bisschen Werbung und dann geht's gleich los. Also, bleiben Sie dran. So, da sind wir wieder zurück. Letizia und Philipp sind heute bei uns. Philipp ist 6 Jahre alt und spielt schon wie die Hölle Cembalo. Ne? Habe ich das so richtig gesagt? Sagt man das so? Nein? Er spielt aber sehr gut Cembalo, ne? Das meinte ich damit. Was spielst du uns denn vor? Bach. Bach? Präludium. Ein Präludium. Okay, dann leg mal los. Ich spitze die Ohren. Thank you.
Jawohl! Bam! Bitte was? Das klang eigentlich nicht so wirklich wie Cembalo, sondern wie Spinett bisschen. Weil das hier kein richtiges Cembalo ist, oder was? Vielleicht haben wir das Falsche besorgt. Wenn du bei uns sagst Cembalo, dann bringen die irgendwas mit Tasten. Das ist völlig egal hier. Ne? Du wirst bestimmt mal ein guter Rock'n'Roll-Pianist, glaube ich. So, und was spielst du uns vor? Liz Tarantella. Ah ja, das bin da nicht ganz so firm, aber es handelt sich um eine Spinne wahrscheinlich. Tarantella? Hört sich nach Spinne an. Also der Anfang hört sich so ein bisschen an. Also nach einer Spinne, die auf der Lauer ist. Okay, verstehe. Jetzt hören wir zwei zusammen zu, oder? Ja. Ja, okay. So, Letizia mit Tarantella von Liszt. Ganz toll gemacht. Danke. Glückwunsch. Ja. Beeindruckend. Danke. Ja, kommt ja in 2 Jahren wieder, ne? Dann gucken wir mal, wie es dann aussieht, oder? Ja. Ja. Das ist, bist du genial oder übst du einfach nur viel? Beides. Ich glaube, das muss man auch sein, ja. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Viel Erfolg weiterhin. Das war's für diese Woche.